Und ich versichere euch, die meisten von euch haben das sicherlich noch nicht gesehen. Hallo? Habe ich die Maschine kaputt gemacht? Moment mal. Also entweder habe ich die Maschine jetzt geschrottet oder es dauert einen kurzen Moment. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video werde ich euch etwas zeigen, von dem es nur ein einziges Exemplar auf Griefer Games gibt. Und ich versichere euch, die meisten von euch haben das sicherlich noch nicht gesehen. Ich bin letztens im Livestream auf dem Plot von die Murmel, der auch, meine ich, Twitch macht, Link unten in der Beschreibung. Der hat einen Plot und da kann man mit Beacons spielen. Aber das ist kein Casino, so wie sonst immer. Casino ist eh Bar und Schmutz, wissen wir. Aber bei PH Tic-Tac hat er letztens im Stream gezeigt. Da sind wir hier, weiß gar nicht, anderthalb Stunden oder so, habe ich das Plot hier erkundet im Stream. Aber wie dem auch sei, hier gibt es ein Tic-Tac-Toe. Der Einsatz ist ein Beacon. Und das ist eine komplett vollautomatische Redstone-Maschine. Die Technik dahinter haben wir uns im Stream angesehen. Der Stream ist auch noch online, also gerne bei mir auch mal auf Twitch vorbeischauen. Im letzten Stream müsste das gewesen sein. Und da könnt ihr ungefähr bei der beim Dreiviertel-Stream ungefähr waren wir da hinter dem Tic-Tac-Toe. Und ich würde sagen, wir hauen hier schon mal einmal den Beacon rein. Spieleinsatz ist ein Beacon. Der wird hier auch direkt eingezogen. Wichtig ist, nicht hier direkt umschalten, funktioniert nichts. Das ist sehr viel Redstone dahinter. Wir müssen ein bisschen warten. Wir sind hier auch das X, bedeutet 3X ist normalerweise, also ist ein Gewinn. Und dieses kleine O, das ist der Gegner, sag ich mal, und 3O sind dann verloren. Hier wurde jetzt das einmal schon gesetzt, das vollautomatisch bedeutet, wir müssen nichts machen. Die Chancen, wurden mir gesagt, sind 60 zu 40 für Murmel. Bedeutet, zu 60% verliert ihr, zu 40% gewinnt ihr. Ich hatte bis jetzt immer sehr Glück, was das anging. Ich habe meistens gewonnen, habe aber vorhin schon mal eine Runde gespielt, da habe ich verloren. Wo könnten wir denn hier 3 machen? Also ich habe einmal rechts das X. Klar, das dauert jetzt ein bisschen, aber ich finde, das ist schon viel geiler, als sich einfach in eine Slotmaschine reinzustellen, dann einfach zu warten, dass dann was... Nee, Crazy Mousy, du scammst. Moment mal, das gibt hier niemand. Ruf mal hier meine Mausi. Sleaf Hunter. Rufmord. Ein Crazy Mausi. Nee, Crazy Mausi, du scammst. Moment mal. Und wir könnten in der Mitte. Ja, das wäre natürlich super. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Rufmord. Nee, das ist ein bekannter Scam. So, tschüss, weg mit ihm. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, mal schauen. Als nächstes müsste der O dran sein. Na, endlich. Ah, da war... Ui, das... Moment mal. Wir können, glaube ich, gar... Doch, ich muss ein X in die Mitte setzen. Ich muss ein X in die Mitte setzen, weil sonst hat der Gegner gewonnen. 14 zu 0. Ja. Fantastisch. Man muss hier zwar ein bisschen warten, aber ich finde sowas... Also wurde mir gesagt, gibt es nur hier bei Murmel. Aber ich habe es auch noch nirgendwo gesehen und eine vollautomatische Maschine ist schon geil. Wenn ich jetzt oben ein X reinmache, dann bin ich sowas von get wrecked. Aber ich hatte auch noch nie ein Unentschieden. Nein! Du willst dich doch komplett verarschen. Dann, ich habe hier noch einen zweiten Beacon, den können wir auch gleich mal verspielen. Dauert jetzt ein bisschen, aber gleich geht hier auch die Lampe an. Wenn wir gewinnen... Ich denke mal, ich werde jetzt so oft spielen, bis ich hier gewinne. Es sei denn, ich verliere 5 hintereinander, dann werde ich auch nicht mehr spielen. Aber hier bei der Gewinnausgabe werden dann 2 Beacons reingelegt, wenn ihr gewonnen habt. Das ist, sieht man halt, wenn hier auch die Lampe leuchtet. Gleich, wenn das O da angezeigt wird,
Dann geht hier die Lampe an und dann habt ihr halt verloren. Dann geht wieder alles aus und dann könnt ihr wieder ein Beacon reinlegen und dann geht's nochmal von vorne los, wenn ihr denn wollt. Nach dem Tic-Tac-Toe muss ich euch auch nochmal was zeigen. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich richtig genial. Also was Minigames angeht, ist Mumme auf jeden Fall gut ausgestattet. Ja, da war auch gerade cool und da habe ich verloren. So, jetzt ist alles aus. Jetzt habe ich noch ein Beacon. Ich würde sagen, den tue ich hier nochmal rein. Und dann spielen wir nochmal eine Runde. Zum Glück sind das zwei Beacons, die ich hier gewonnen habe. Von daher ist das jetzt kein wirklicher Verlust für mich. Aber mal sehen, ob wir hier... Ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier kurz einen Zeitraffer und dann schauen wir mal, ob ich hier gewinne. Gut, jetzt jeden Manier. Die Notenblöcke spielen auch. Ich habe schon wieder verloren, aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich hole mal ganz fix noch ein Beacon. Okay, jetzt wird es wirklich spannend. Entweder er setzt in die Mitte, dann hätte er gewonnen. Er setzt rechts, dann hätte ich noch eine Chance. Oder er setzt links und dann hätte ich verloren. So eine spannende Situation hatte ich auch noch nie. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wo er hinsetzt. Ach, ich hasse diesen Typen. Das ist ja schlimm. Aber Moment mal, wenn ich in die Mitte setze, kann ich nicht gewinnen? Oh nein, wenn ich wette sowas von, das X geht jetzt um rechts rein und er setzt in die Mitte, dann hätte er nämlich gewonnen. Ich liebe Glücksspiel. Ich habe so viel Glück hier. Nee, Moment mal. Gibt es ein Unentschieden? Unentschieden hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Das ist jetzt das erste Unentschieden, was ich habe. Kriege ich da mein Beacon dann zurück oder was? So, ich denke mal, ich werde mein Beacon zurückbekommen. Das wäre ja schön. Dann könnte ich noch eine Runde spielen, ohne Verlust gemacht zu haben vielleicht. Wenn ich da mal endlich gewinnen würde. Das Ganze ist natürlich genauso Glücksspiel wie bei Casinos. Nur das hier finde ich halt viel geiler gemacht. Weil Tic-Tac-Toe voll automatisch. Wer hat das schon, bitte? Und eine Runde geht circa so 3-4 Minuten. Also das ist schon, finde ich, geiler als so eine Slotmaschine in einem Casino. Jetzt ist ja weder Gewinn noch Lose. Kriege ich jetzt meinen Beacon zurück oder wie ist das? Ich hatte noch nie einen Unentschieden. Ich weiß nicht, wie das ist. Hallo? Habe ich die Maschine kaputt gemacht? Moment mal. Also entweder habe ich die Maschine jetzt geschrottet oder es dauert einen kurzen Moment. Bin mir nicht sicher, ob ein Unentschieden so gewollt ist. Weil normalerweise gehen die Lampen dann aus und hier wird dann entweder zwei Beacons reingesetzt oder nicht. Aber hier passiert, ich glaube, ich habe die Maschine geschrottet. Hä? Moment mal. Wird abgezogen. Das war gar kein Lose, das war ein Unentschieden. Hallo, ich will meinen Beacon zurück. Ich wurde hier einfach beschissen einfach. Sag mal, da gehe ich mich gleich mal beschweren. Was willst du sagen? Ja, hör mal! Ich setze nochmal einen Beacon rein. In der Hoffnung, dass ich jetzt gewinne. Also so viel Pech hatte ich hier wirklich noch nie. Aber dass ich beim Unentschieden einfach meinen Beacon nicht zurückbekomme, Ich habe nachgefragt, wir schauen mal, ob ich mein Beacon zurückbekomme. Aber ich habe die Maschine schon mal nicht kaputt gemacht. Das ist schon mein Pluspunkt. Ja, ich habe endlich mal ein X in der Mitte. Das ist schon mal die beste Position, die man haben kann. Nein, lass das bitte jetzt nicht so enden. Heute wird doch noch gegönnt. Ich dachte erst, das wird doch kein schönes Video, aber jetzt gefällt es mir wieder. Bitte, bitte, bitte. Ich wollte doch nur meine Beacons wieder haben. Und ich muss mal warten, dass Mummel mir antwortet, weil ich möchte mein Beacon vom Unentschieden wieder haben. Ich lasse mich doch ja nicht bei Scheiß an. Der Demo, der lässt sich gerne verarschen, aber ich nicht. Okay, ich habe jetzt zwei Chancen zu gewinnen. Und wenn diese Maschine jetzt dafür sorgt, dass ich verliere, dann raste ich aus. Aber dann raste ich sowas von aus. Ich krieg schon wieder Hunger.
Also wenn es kein Unentschieden wird, dann habe ich auf jeden Fall gewonnen. Also man bekommt beim Unentschieden sein Beacon aktuell nicht zurück. Das ist ja eher... Es gibt dir, kann ihm die Aura geben. Ja, das wäre natürlich wunderbar. Ja, und ja, das ist gut, wenn man das ändert. Bitte, bitte, jetzt lass mich einmal gewinnen. Ja! Ich habe gewonnen. Einmal habe ich gewonnen. Und jetzt habe ich auch meine zwei Beacons. Ich habe keinen Fall... Moment mal, ich... Hab jetzt, glaube ich, Plus gemacht um ein Beacon. Ach geil, Digga. Toll. Mensch. Ja, das wurde ich einfach nur abgezogen. Okay, aber die zwei Beacons, beziehungsweise ja die zwei Beacons, die ich hatte, habe ich eher... Also ein Beacon habe ich gesponsert bekommen vom Murmel. Die habe ich dann zu zwei Beacons gemacht und dann... So, jetzt sind wir wieder... Obwohl, ich glaube, ein Beacon habe ich jetzt Plus gemacht. Ja, gut, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Griefer Games Content gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Und bei PH-TikTok auf CityBuild 4. So. Ach, jetzt ist Fly aus. Perfekt. Naja, ich wollte euch eh noch was zeigen, außer die Maschine. Denn hier nach dem Gang kommt ihr noch zu diesem... Ja, ach. Geteilten Kreis und hier gibt es das Türmchen und da gibt es einen Counter, der zeigt aktuell 683 an. Jetzt ist die Frage, was wurde 683 mal gemacht? Wenn wir hier auf den Turm gehen, dann haben wir hier einen Knopf. Ich habe mich erst hier drauf gestellt, war ein Irrtum. Wenn wir hier einfach mal den Knopf drücken und den Kreis beobachten, ich glaube, beim ersten Mal passiert passiert sogar schon was. Das ist so ein Minigame, was der Murmel auch bei sich in den Livestreams macht. Da, wo die Lampen aufhören, das wäre jetzt rot, hätten die Leute gewonnen. Da sieht man so noch ein Redstone. Und jetzt sieht man schon eine 4. Das bedeutet, immer wenn man den Knopf drückt, wird sich da der Countdown 1 addieren. Bedeutet, dieser freaking Knopf wurde einfach schon 684 Mal gedrückt. Ja, fragt mich nicht, wer so hobbylos war. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns Dienstag 15 Uhr zu einem neuen Video. Ansonsten schaut gerne bei mir oder bei Murmel auf Twitch vorbei. Ansonsten haut rein und ciao, Leute.